Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part von Metal Gear Survive, der Beta, momentan auf dem PS4-Netzwerk zu spielen. Wie ihr seht, ich bin noch immer mit Christian unterwegs, Tycoon. Hi Christian, wo bist du? Da hinten. Hi. Und wir haben uns jetzt ein bisschen überlegt, wir zeigen euch, was hier Sache ist. Ist natürlich schwer, weil Christian zeichnet das Video ebenfalls auf. Du zeichnest doch jetzt auf, richtig? Ja, ich zeichne auch auf. Wir versuchen es einfach mal so nah wie möglich beieinander gleichzeitig zu machen. Und anfangen tun wir mit dem schönen Kreis hier. Da steht Skill Trainer unten, dreht sich schön. Sieht man bei mir jetzt zumindest. Und wenn man hier halt reingeht und auf X bleibt, dann kann man da seine Fähigkeiten verbessern. Machen wir das mal. Wir haben hier jetzt unseren Avatar. Ich bin momentan Stufe 12. Was für Stufe bist du, Christian? Ich bin auch Stufe 12 und dann kann man genau dementsprechend auch die Klasse verbessern, indem man einfach auf X bleibt. Dann öffnet sich diese schöne Prozentzahl und dann zeigt er auch gleich an, eine Stufe gestiegen, jetzt auf 13. Einmal geht's noch? Ja. Auf 14 misst das. Genau, auf 14 kann ich es machen. Jeweils pro Stufe, die man sich verbessert, kriegt man einen Fertigkeitspunkt dazu. Den man oben hat man zwei so eine schönen Reiter. Jetzt im Moment ist man mit auf Klasseneinstellung und dann kann man auf R1 drücken und geht dann auf den Avatar. Ja, dann werde ich habe ja hier schon ein bisschen was investiert, nämlich zum Beispiel in die Stärke habe ich investiert. Kondition kann man, hier setzt es rechts oben am Status, was sie und um wie viel es sich dann verbessert. Ich nehme mal hier Vitalität und Geschicklichkeit. Ja, ich hatte schon davor, haben wir ja gesagt, hatten wir schon mal eine Runde gespielt. Man fängt hier an mit der Stufe 10. Da hatten wir eine Runde halt schon gespielt vor dem ersten Video, um reinzukommen, damit wir auch ein bisschen was dazu erzählen können überhaupt. Und da hatte ich schon geskillt die Sachen in Zweihand-Kombos, weil ich mit der Axt unterwegs bin. Und werde jetzt aber auch einmal den Schaden von Nahkampfangriffen nochmal skillen nach oben. Und dadurch, dass ich gerne im Nahkampf bin, werde ich das Leben auch noch weiter wohl skillen. Ja, ist nämlich auch nicht schlecht. Und das habe ich gar nicht gedacht, dass man hier die Kombos quasi erhöht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich da in der ersten Spalte aufgehalten. Stärke, Vitalität, Geschicklichkeit, Kondition halt momentan hochgetrieben. Aber ich glaube, das war ja nicht unsere letzte Runde. Und das kann man ja alles noch weiter ausbauen. Aber ich kann auch sagen, das wirst du jetzt ja wahrscheinlich noch nicht erreicht haben. Ich bin bei Vitalität auf 3 und damit ich die Vitalität auf Stufe 4 leveln könnte, muss ich aber erstmal auf die Stufe 15 kommen, weil ich habe so ein kleines, schönes, rotes Schloss links unten in der Ecke an dem Symbol jetzt. Ja, das habe ich ebenfalls. Okay, das ist mir nämlich auch neu. Ja, da müssen wir jetzt erst unseren Charakter auf Level auf Stufe 15 bringen, um halt da weiter ausbauen zu können. Also ist quasi eine Levelbegrenzung. Finde ich nicht so schlecht. Aber ist ganz interessant, was halt hier alles möglich ist. Ich werde da nicht wirklich jetzt großartig drauf eingehen, weil das meiste werden wir jetzt hier in der Beta gar nicht freispielen können. Das denke ich auch. So, was schauen wir uns als nächstes an? Ja, ich würde sagen, wir gehen zu den Werkbänken als nächstes. Wollen wir nicht zuerst noch hier in das Lagerhaus reingucken? Die Kisten, die nämlich da gestapelt sind, sind nämlich unser, unter Anführungsstrichen, Lagerhaus. Okay, dann gehen wir zuerst ins Lagerhaus. Das sind die Gegenstände, sind da drinnen, die wir bereits besitzen. Ihr seht, dass man hier die Ausrüstung ändern kann. In der ersten Zeile, ich gehe noch mal rein. Und dann habt ihr hier oben immer so eine Leiste, die ihr mit L1 und R1 durchschalten könnt.
Und das zeigt halt einfach an, welcher der Pfeiltasten das gerade betrifft. Also die Pfeiltaste nach oben ist halt für die Hauptwaffen. Bei mir ist es halt die Machete bzw. der Bogen. Das nächste Feld ist halt, sind halt die Nebenwaffen, das sind halt bei mir Schusswaffen. Dann haben wir halt hier die Möglichkeit, halt Zäune, Asthmaspray, sage ich jetzt einmal, und so ein Wurmlochgenerator halt zu integrieren. Christian, was hast du da alles reingepackt? Weil das ist ja von Spiel. Ja, na, also ich habe die Hauptwaffe, habe ich halt die Axt und den Bogen. Ja. Als Nebenwaffe habe ich auch die ganz normale, ich denke mal, es wird die 9 mm sein und die Shotgun. Ne, es ist ein 45er. Okay, dann 45er. Ja, dann ist es bei mir ähnlich. Dann habe ich halt auch die Gegenstände, auch halt dieses Heilspray. Ich habe dann den Molotow-Cocktail noch mit dabei, Wurmlochgenerator und auch die Zäune, Ja. die normalen. Und auf der rechten Seite habe ich noch einen Platz, den ich gar nicht belegt habe. Ja. Holzbarrikaden, diese Kuban-Kristalle, wobei ich da auch noch keinen blassen Schimmer habe, was für Kreaturen ich da mit anlocken soll. Ne, wahrscheinlich die Zombies. Ja, Sandsackbarriere und unten dieses schwere Maschinengewehr, wobei ich jetzt auch sage, das Ding werde ich wahrscheinlich ganz schnell wegpacken. Nee, ich finde das ganz Weil, toll. nee, ich so überhaupt nicht. Hier wird so zum Beispiel eines wieder ausgerüstet, maximal zwei kann ich ausrüsten. Nächster Reiter ist einfach Bekleidung und so weiter. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Dann haben wir halt Überlebensausrüstung. Da gehört halt zum Beispiel auch dazu die Sauerstoffflasche und der Rest ist halt noch nicht Überlebensausrüstung, ist noch nicht freigeschalten. Und der letzte Reiter sind ganz einfach Munition. Halt für. Naja, da wollen wir aber 15 Pfeile mitnehmen, damit wir wieder voll sind. Und auch für die Pistole haben wir alles. Sehr schön. So kann man sich zum Beispiel das, was man schon produziert hat und im Warenhaus quasi liegt, kann man sich das quasi einstecken. Ich gehe da mal wieder raus. Dann hat man darunter die Ja. Möglichkeit, den eigenen Avatar zu verwalten. Ja. Wir haben halt hier aus dem aktuellen Inventar, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Wir haben halt hierher da Mais und sauberes Wasser. Wir müssen ja dann in Zukunft auch unsere Lebensmittel selber craften. Dann haben wir hier die Verbrauchsgegenstände. Also das erste Feld war Nahrung und Getränke, steht ja oben in der Überschrift. Dann haben wir hier halt so Verbrauchsgegenstände wie zum Beispiel die Wiederbelebungspille im zweiten Reiter und eine leere Flasche. Und der dritte Reiter sind halt sämtliche Materialien, die wir heute halt bekommen haben bei Abschluss einer Mission. Gehen wir das ein bisschen schneller durch. Bin wieder da raus. Liste gelagerter Gegenstände ist auch klar. Kann man sich die Waffenliste anzeigen lassen, die Kleidungsliste, andere Gegenstände und gesamte Waffen in der Waffenkammer anzeigen. Zusammenstellung kann man halt hier ebenfalls bearbeiten. Da kann man sich eigene Loadouts kreieren, dass man zum Beispiel sagt, ich habe halt jetzt für diese Mission nehme ich ein offensives Loadout, das habe ich mir schon zurechtgelegt, oder beziehungsweise ein defensives Loadout, je nachdem, wie man es halt dann benötigt. Wofür man das brauchen kann, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wie gesagt, das Ding ist noch in der Beta und so viel haben wir das noch gar nicht gezockt. So, wieder raus haben wir die Kommunikationseinstellungen, das sind halt so kleine Spielereien. Funkaufgaben bearbeiten, Gesten bearbeiten, Namensschild ändern, Fund und ganz unten haben wir, also das, was wir heute halt gerade ausgewählt haben, sind nur drei Sachen. Das sind halt so kleine Spielereien, ich bin gerade drin bei den Gesten, da kann man halt verschiedene Gesten halt quasi abspeichern unter einer Tastenkombination. Ja, wer es braucht, aber ist klar, die Leute beschäftigen sich ja mehr Zeit mit dem Ausrüsten bzw. Anziehen des eigenen Charakters als mit dem Spiel selbst. Und hier unten haben wir dann, letzter Punkt, Sandy, ist die Vorratskiste. Kann ich noch nicht sagen,
Wie die funktioniert, ihr seht selbst, die ist bei mir momentan leer. Ich habe 250 Plätze frei, kein einziger Platz ist belegt. Und das war das Lagerhaus. Alle Gegenstände, die ihr produziert, marschieren entweder in euer Inventar oder in das Lagerhaus. Und dieses Lagerhaus findet ihr dann ebenfalls in der Mission. Wer im letzten Video aufgepasst hat, hat dieses Lagerhaus bereits entdeckt, steht draußen im Freien neben dem Bohrer quasi. So Christian, dann gebe ich das Heft an dich und dann... Ja, gut, dann gehen wir hier zu dem Customization Area. Im Endeffekt stellt man sich auch rein, hält A gedrückt und jetzt wie aus Zauberhand sehen wir die ganzen Werkbänke vor uns. Fangen wir am besten bei der ersten hier direkt gleich an, Gegenstandswerkstatt, auch wieder mit dem X einfach gedrückt halten. Haben wir auch verschiedene Sachen. Fangen wir an mit dem Herstellen. Hier können wir halt schon wieder verschiedene Molotov-Cocktails herstellen, die Heilsprays. Je nachdem, unten sehen wir schon, wir brauchen dazu benötigte Materialien. Ich habe jetzt 21 mal Aluminium und benötige 2 zum Beispiel für das Heilspray. Lungenenzian habe ich 6 und brauche 1. Was ich hier persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass du die Anzahl halt nicht, dass man die nicht auswählen kann, sondern man bleibt mit X halt komplett drauf und muss das halt wirklich abschätzen, denn auch bei 100%, dass man aufhört, wenn man nur 1 herstellen möchte. Ist nicht so schlimm, wenn man drüber kommt, wenn man bei der neuen Charge ist, bei 20% dann stehen bleibt. Es werden nur vollkommen abgeschlossene Produktionen dann auch tatsächlich erbaut. Ja, sehe ich auch so. Ist aber halt trotzdem, wenn man irgendwie das spielt, jetzt nicht gerade wie wir hier irgendwie Videos macht und vielleicht noch mit anderen Sachen beschäftigt ist und man bleibt da einfach drauf, hat man auf einmal alles ausgegeben, was man vielleicht eingesammelt hat und kann die anderen Sachen nicht mehr bauen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal so ein Heilspray hergestellt und dann sehen wir auch direkt, kann ich es entweder mit X ausrüsten oder ich kann es mit Kreis ins Lagerhaus packen. Ich packe es mal ins Lagerhaus jetzt. Und unten rechts sehen wir im Endeffekt die Kuban-Energie, die wir haben. Da habe ich jetzt 19.492. Das ist das, wenn was bei mir steht, bei 22.000. Wenn ihr guckt, so rechts unten neben dem roten minus 500. Bei mir. Nur, dass meine Leute auch genau mitkommen. Richtig. Bei mir steht eine minus 50 beim Heilspray, je nachdem. Zäune sind auch bei 50. Die Holzbarrikaden liegen bei 10. Elektrofallen, da sind wir dann schon wieder bei 100. So, dann können wir aber auch oben rechts halt mit R1 und L1 noch jeweils weitergehen und können einmal auf die Verteidigungseinheiten gehen, wo wir die verschiedenen Sachen bauen können. Dann haben wir Abfangeinheiten, da haben wir ja das schöne schwere Maschinengewehr, was ich nicht so toll finde, und auch die unterschiedlichen Fallentypen. Andere Einheiten, da ist jetzt im Moment die Sandsack-Barriere drinne. Dann können wir auch noch Köder bauen, um wieder Kreaturen anzulocken. Die Molotov-Cocktails, stationäre Waffen, da können wir im Moment die Minen bauen, um die hinzulegen. Und hinten halt unter Gegenstände das Heilspray. Ich hoffe, dadurch, dass es eine Beta ist, dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt von dem, was ich alles benutzen oder herstellen kann. So, wenn ich unter Reparieren gehe, haben wir die Sachen, die wir ausgerüstet haben. Bei mir ist es die Streitaxt, bei dir müsste es die Machete sein. Korrekt. Meine ist jetzt gerade auf 82% runter. Meine auf 80 und... Genau, und unten seht ihr auch schon, was ihr wieder benötigt. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ich benötige Stahl, Eisen und Klebstoff dazu und 35 Kristalle. Und dann, wenn ihr X gedrückt haltet, wird auch repariert und dann steht auch da
Streitaxt-Reparatur abgeschlossen, bei dir müsste denn da stehen, wahrscheinlich Machete-Reparatur abgeschlossen. Genau. Dann einfach auf OK und so geht es halt weiter. Ihr müsst immer wieder gucken und alles, was ihr habt, auch reparieren, damit es eben den gleichen Standard behält. Ich werde jetzt mal durchgängig kurz alles reparieren. Machst du alles? Nein, dann mache ich auch alles. Frage, wo ist denn das gestanden bei dir mit den Kristallen? Das finde ich nämlich nicht. Bei mir steht zum Beispiel Baumwolle. Achso, da rechts. Steht ganz links. Genau, rechts. Oder rechts unten in der Ecke, rechts. Die rote minus 4 zum Beispiel gerade jetzt. Genau, oder du hast es links auch unter den benötigten Materialien, hier Nylonfaser oder sonst irgendwas, was da steht. Erforderliche Kupp. Da steht es auch nochmal. Ja, Kuppen. Genau. Verstehe. So. Also, ihr merkt auch schon, wir sind halt auch neu in dem Spiel und werden es schauen uns auch noch alles direkt an. Hier können wir Materialien umwandeln. Da könnte ich aus meiner Baumwolle Lappen herstellen gerade oder aus Eisen Schrauben. Genau, was aber auch. Was aber auch halt alles wieder Kristalle kostet. Wohl wahr. Werde ich jetzt aber auch nicht weiter machen. Dann kann ich hier auch meine Ausrüstung nochmal ändern. Wie vorhin schon in dem Lager. Genau. Brauchen wir jetzt auch nicht nochmal weiter drauf eingehen und Inventar verwalten. Gehe ich auch jetzt nicht nochmal rein, weil das ist, sind auch die Verbrauchsgegenstände, die ich halt reinpacken kann oder wieder rausnehmen kann oder ähnliches. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter hier rechts hin. Da haben wir dann die Werkbank für die Waffen. Gleiches Prinzip wie die andere Werkbank. Ich kann was herstellen. Bei mir zeigt er jetzt an, die Machete könnte ich herstellen. Aber dadurch, dass wir die schon haben, repariere ich die. Und oben mit den Reitern, mit R1 und L1 kann ich halt wechseln von der Einhandwaffe. Das ist auch eine wichtige Sache, wo ihr gucken müsst, worauf habt ihr euren Avatar geskillt. Wir haben es jetzt so gemacht, Bandera ist eher mit der Machete unterwegs, gilt dadurch natürlich die Einhandwaffe. So weit bin ich noch gar nicht gekommen mit Skillen. Okay, aber auf jeden Fall gibt es diese Skillpunkte, dass man mit entweder skillen kann auf Einhandwaffen, man kann auch skillen auf Zweihandwaffen. Dadurch, dass ich die Streitaxt habe, ist es die Zweihandwaffe. Dann kann ich nochmal auf R1 drücken, dann komme ich zu der Stichwaffe. Das wäre im Moment auf der Beta hier der Überlebensspeer. Auf Schusswaffen haben wir 3 Stück zur Auswahl. Ja, wir können einmal jetzt auch sogar schon das MG machen. Die AM MRS4. Genau, also da hätte ich auch jetzt die Kosten alles zusammen. Hinten natürlich die Munition, also der gewöhnliche Pfeil, dann gibt es noch einen schweren Pfeil. Habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Bin immer noch mit dem gewöhnlichen Pfeil unterwegs. Flammenpfeile könnte ich auch schon herstellen, weil ich Öl gesammelt habe. Die ganz normale Standardmunition für die Pumpgun, die Kaliber 45 Munition und auch schon die 5,56 mm. So, sind wir hier jetzt auch schon durch. Ich kann hier noch ein bisschen was anpassen. Ich kann die unter Anpassen kann ich meine Streitaxt zum Beispiel verstärken. Du müsstest bei dir auch mal schauen, ob du deine Machete verstärken kannst. Kann ich. Ich werde mal raufklicken und werde die auch mal verstärken. Mal gucken, ich habe jetzt einen Angriff von 171 mit einer Haltbarkeit von 505. Auf das habe ich gar nicht geguckt. Ich habe es
jetzt mal verstärkt und das stellt euch vor. Ich habe den Angriff von 171 und eine Haltbarkeit von 505. Dann mache ich das Ganze nochmal mit einem Überlebensbogen. Ja, dann Angriff von 284. Die Haltbarkeit ist mir eigentlich egal. Probieren das hier nochmal. Naja, hat nicht so viel gebracht. Von 284 auf 298. Okay, sind kleine Schritte wahrscheinlich dem geschuldet, damit man halt wirklich öfters halt das Ding halt auch tatsächlich levelt. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal von 298 auf 312 im Angriff. Einmal geht's noch. Also ich kann auf jeden Fall meine Streitaxt öfters leveln. Aber irgendwann wird dementsprechend wahrscheinlich auch, ganz ehrlich, das Material wird irgendwann einmal erschöpft sein. Bei mir ist es wahrscheinlich gar nicht das Material. Ich habe die Streitaxt auf Level 2 und wenn ich die auf Level 3 aufleveln möchte, kostet mich das schon 1200 Kristalle. Also das ist... Hab ich. Bei Stufe 4 sind es denn schon 1800. Das sind also irgendwie immer 600er Schritte. Aber ich habe es jetzt nochmal gemacht. Mal ja, gucken. Ich habe gut ausgegeben. Ich habe jetzt von meinen 22.000 Kuben-Punkten habe ich jetzt nur noch 17. Na, ich bin bei 15 und wenn ich meine Streitaxt auf die 5 aufleveln möchte, muss ich schon mal 3000 Kristalle hinlegen, ja? Na, schön. So, das können wir halt in dem Reiter machen. Es gibt natürlich auch noch einen schönen Vorschlaghammer. Das könnte mein nächstes Spielzeug werden. Jawohl, denn ist der nächste Reiter reparieren. Haben wir vorhin aber alles schon repariert, von daher haben wir hier jetzt nichts dabei mehr, wo wir irgendwas machen könnten. Darunter haben wir dann noch demontieren. Da kann ich also die Sachen, die ich habe, zerlegen, auseinandernehmen wieder. Bei der Streitaxt wären es jetzt 77 Stahl, 68 Eisen und 13 mal Klebstoff, was ich wieder zurückgewinnen würde. Aber ja, natürlich, ich kriege keine Kristalle wieder. Nein, ich muss dafür 200 bezahlen. Ja, das ist klar. Also von daher sind wir denn hier bei der Waffenwerkbank, sind wir auch schon auf jeden Fall durch. So, dann haben wir hier die Kitchenette. Ja. Ja, da kann man dann Essen herstellen. Ja, ihr seht es eh selber, man kann da nicht viel auswählen. Gegrilltes Karakulschaf, Grauwolf und gebratene Rennmaus, was davon überbleiben soll, keine Ahnung, aber auf alle Fälle ist es zum Essen da, man kann das hier produzieren. Welchen Stellenwert das Essen dann in dem Spiel haben wird, kann man halt jetzt noch nicht sagen. Gut. Und Inventar verwalten, das haben wir ja sowieso bei jedem. So, dann haben wir hier das nächste nochmal, die Kleidungswerkbank. Und hier können wir natürlich auch herstellen, die Strohmaske. Bringt auch eine gewisse Verteidigung und Schutz vor Leuten. Der Cowboy-Hut hat den gleichen Wert wie die Sturmhaube. Naja gut, kann man streiten, ob es denn wirklich so ist. Aber hier sieht man das typische Metal Gear aus der Mother Base, die Uniform und so weiter. Gibt es ja auch die verschiedenen Reiter mit den Handschuhen, mit Schuhen oder Hosen. Denke ich mal, wird auch eine relativ lustige Sache später werden. Jetzt hat man ja nur einen kleinen Einblick in der Beta, was es alles gibt. Muss man dann dementsprechend später sehen. Dann kann ich die Sachen noch anpassen, kann ich gehen. Wenn ich bei der Streitaxt hingehe, kann ich es wieder verstärken.
Das ist genau das Gleiche. Ja, genau. Reparieren, demontieren, brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen, ist genau dasselbe. Und hier hinten haben wir dann nochmal die medizinische Station. Können wir auch verschiedene Sachen herstellen, wie ein Blutstillungskit, wenn wir irgendwie doch am Verbluten sind, Verbände, Bandagen. Ich glaube, das erklärt sich relativ von alleine, aber das wird dann wichtiger fürs eigentliche Spiel. Genau, denn ein Darmmedikament, also man wird sich hier wohl auch vergiften können, wenn man das Falsche isst. Wir können im Moment auch da nur so ein bisschen rumraten, was da wirklich im Endeffekt wirklich naja, das alles noch kommt. Ein Running Gag von Metal Gear, das Darmmedikament, man kann sich ja sicher der eine oder andere noch erinnern, an den ersten Teil auf der PS1. Ich weiß, das ist nicht der offizielle erste Teil, aber den ersten Teil, den es auf der PS1 halt gegeben hat, da war ja auch so eine nette Szene mit einem Soldaten, der von Durchfall geplagt wurde. Gut, dann haben wir die Stationen durch. Ja, hier kann man, das geht auch recht schnell, ein Rückkehrtor. Hier kannst du zum Basislager zurückkehren. Hier herüben nimmt man quasi dann die Missionen an. Gehen wir ja mal kurz reingucken. Haben wir die Bergungsmissionsliste und offene Events, kann man da schon mal aussuchen. Wenn man da auf die Bergungsmission, kann man sagen, schnelles Spiel oder eben das, was wir im letzten Video gezeigt haben. Lasse ich jetzt einmal. Der nächste Kreis hier, ebenfalls ganz schnell erklärt, wenn man die Mission ausgewählt hat, dann, wenn man den betritt, beginnt der Counter zum Start, die eben dieser. Ja, und der letzte Punkt ist eben halt hier dieses Trainingsgelände, was man aktivieren kann. Ich mache das jetzt einmal. Schaut nicht wirklich berauschend aus, das Ding, aber man kann halt hier ein bisschen sich mit seinen Waffen vertraut machen. Ja, nette Spielerei. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Das Einzige, was ich jetzt noch aufmerksam machen möchte, noch einmal, obwohl es eh schon so riesengroß ist, hier hinten die Wand, wo halt sämtliche Truppmitglieder halt aufgelistet werden. Momentan sind wir nur zu zweit. Man kann maximal zu viert spielen und dann kann halt jeder sich das angucken, was der eine bzw. andere halt mit sich herumschleppt, wie er ausgerüstet ist und eventuell sogar Tipps und Tricks weitergeben. Gut. Jawohl, jetzt würde ich auch sagen, wir sind schon wieder bei 28 Minuten angekommen. Mhm. Also ich würde mich jetzt von allen Zuhörern verabschieden und noch einen schönen Tag wünschen. Wenn es euch auch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, lasst ein Däumchen nach oben und kommentiert gerne Fragen, Anregungen. Wir werden sicherlich schnellstmöglich darauf antworten. Ja, ich wünsche damit noch viel Spaß. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ja, ich kann mir dem ebenfalls nur anschließen. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr unser Projekt bei dem einen oder bei dem anderen halt supportet. Na dann, schönen Tag noch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.